So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir sind hier noch am Roden, kann man so nennen, damit wir unseren Platz für unsere Inka-mäßige Pyramide kriegen. So, jetzt würde ich sagen, wir hauen jetzt hier noch ein bisschen was weg. Oder holen wir uns jetzt erstmal unser Material hier rüber. Ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal hier noch ein bisschen weg. Das, was weg muss. Weil wir brauchen noch ein bisschen Platz. So, blub, blub. Und dann nehmen wir uns auf jeden Fall die Erde mit. So, dann müssen wir mal gucken. Also wir sind hier ganz gut im drin, aber so wirklich ist das jetzt nicht so. Oh, da ist sogar Stein drunter. Ich glaub's ja gar nicht. Wir müssen mal gucken, dass wir uns, glaube ich, den Crafting Table hier hinholen. Weil das ist irgendwie alles. Das ist nicht so das Wahre. Ne? Dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier ein bisschen frei kriegen. Ja. Kollege, du musst dann doch mal da runter gehen, da. So. Da haben wir hier schon mal eine richtig schöne große Fläche. Hier haben wir 20 neue Blöcke dabei bekommen. Dann können wir hier erstmal zumachen. So gut es geht, auf jeden Fall. So. Und noch ein. So, schwupp. Jetzt würde ich sagen, wir machen uns jetzt hier erstmal einen Weg durch. Genau, so hier durch. Und da ist unsere Bahn. Okay, dann hauen wir hier einen Weg hin. Genau, dann können wir hier einen Weg hinbauen, so an dem Baum vorbei. So, geh mal weg hier, Kollege. So, zup. So, und dann holen wir uns jetzt erstmal unser Material und machen uns mal was Neues. So. Steht uns jetzt hier ein Baum im Weg. Nee, nicht wirklich, ne? So, dann kommst du erstmal weg hier. Okay, schwupp. Und dann machen wir uns hier jetzt so einen schönen, epischen Weg mal eben durchs Gebüsch. Und kommen dann direkt hier vorne raus. Ja, geil. So muss das sein. Dann haben wir hier so ein Wegli. Da können wir dann noch vielleicht so die ein oder andere Fackel setzen. Genau, so. So, damit wir den Weg auch zurückfinden. Und hier, was machen wir hier? Gut, bis hier vorne hin gehen wir dann. Ja, das ist cool. Dann machen wir hier so einen Weg schön durch. Schwupp. Das sieht doch, ja, das sieht cool aus. So. Und dann werden wir jetzt mal eben zu unserem Crafting Table gehen. Wir brauchen dringend mal eine Schippe. Ja, Schippe wäre nicht schlecht, aber dafür bräuchten wir dann auch mal ein bisschen Eisen. So. Die Äpfel, die Blumen und so können wir hier lassen. Eine Palme haben wir. Lalalalalalala. So, Holz haben wir, Tropenholz haben wir jede Menge. Das Eichenholz lassen wir jetzt mal hier. Und dann nehmen wir uns mal. Ja, nehmen wir uns mal ein bisschen was mit. So, und den nehmen wir uns jetzt auch mal mit. Komm, 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 komm. So, lalalala. So, die Kiste lassen wir hier. Und dann nehmen wir unseren Weg. Den kann man ja hinter mit Kies vielleicht machen. So. Dann finden wir auch im Dunkeln hier uns zurecht. Machen wir hier noch ein Fackelchen hin. Schwupp. So, hier wächst es wieder runter. Das ist jetzt aber nicht so schön. So.
Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Wo ist denn unsere Erde? Erde, wo bist du? 20 Stück. So, 20 Erdblöcke nochmal. Ja, der war gut. Da haben wir schon Erde. Gut. Schwupp. So. Nee, ist klar. So, flutsch. Dann haben wir das hier auf eine Ebene gebracht. Das sieht natürlich jetzt super episch aus, wenn hier dann mittendrin Steine wachsen. Okay, die Steine können wir immer gebrauchen. So. Dann müssen wir mal gucken. Schwupp, da kommt dann einer rein. So, jetzt haben wir hier die Stufen. Ob wir breit genug sind, weil dann würde ich den Eingang nämlich hier hin machen. Aber ich glaube, dass wir es nicht sind. Wir müssen mal gucken, was wir müssen, glaube ich, hier noch ein bisschen wegzimmern. Wir gucken mal. Wir machen jetzt erstmal auf der Länge hier und dann, wir messen nochmal aus, ob das wirklich passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maximal 14. Hier wollte ich jetzt aber nicht mehr weitergehen. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz noch. So. Jetzt hauen wir das mal weg. Dann könnte das vielleicht nachher dann noch passen. Okay. Das wächst ja wie Hulle hier. Okay, wie viel haben wir denn hier in der Länge überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, fast. Wir haben fast die Länge. Aber auch nur fast. Das heißt, wir müssen hier diesen Baum auch noch killen. Es tut mir ja furchtbar leid. Aber es geht leider nicht anders. Wir müssen den Baum hier kili-kili machen. Und dann müssen wir hier auch noch. Okay, der wird sich ja dann auflösen. Dann machen wir das nicht jetzt alles wegschlagen. So. Die Länge brauchen wir dann hier auch noch. Und dann müssen wir das hier auch noch wegmachen. Okay, so, dann haben wir das hier auch mal weg. So, schwuppdi-duppdi-duppdi-du. Okidoki. So, jetzt machen wir hier noch eben das Holz weg. Dann haben wir hier sogar noch. Oh, da können wir noch ein bisschen mehr machen. Gut, dann machen wir das auch noch weg. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Platz. So. Flutschi flutsch. So, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt so weit passt, wie ich mir das gedacht habe. So, mein kleines Hoppelhäschen. Jetzt brauchen wir erstmal hier, müssen wir setzen. Wupp. Das passt natürlich nicht so wirklich, wie ich das gedacht habe mir. So, dann haben wir schon mal einen. 2, 3, 4. 5, 6, 6. Nicht übereinander, Schatzi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Uhr. Wow. Da fehlen noch 5. Da müssen wir noch 5 weiter. Ja, da müssen wir den Baum hier auch noch wegzimmern. 16. Okay. Das geht dann nicht so wirklich. 5 Blöcke fehlen uns. Alter. So, dann hauen wir das jetzt auch mal eben noch schnell hier weg. Da müssen wir noch ein bisschen abroden. Weil sonst, ja, also wir müssen die Breite haben, sonst passt das von den Maßen her leider nicht. So, den Baum müssen wir auch wegzimmern. Hey, wir müssen ja hier alle Bäume fällen. So, jetzt nehmen wir uns erstmal unsere Super-Axt. So, dann geht das auch alles ein bisschen schneller. So, duck und duck.
So, komm. Zuck, zuck. Okay. Okay, das geht auch. Blub, blub. So, ich glaube, das wird nicht so einfach werden, den mal eben wegzuzimmern hier, weil der ist ein bisschen größer als die anderen. Den habe ich mir fast gedacht. Aber nicht schlimm, das schaffen wir auch noch. Dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Holz. Und können dann hier losschlagen. Wir können kein Holz mehr mitnehmen. Oh, dann tun wir die Kartoffeln, die Bohnen brauchen wir nicht. So, halt. So. So, das können wir alles sehr, sehr gut gebrauchen. So, jetzt brauchen wir nur ein bisschen Licht noch. Also ein bisschen dunkel hier in der Ecke. Machen wir erstmal hier ein bisschen auch weg. Okay. Und da müssen wir mal schauen, dass wir hier uns mit Erde mal eben hochbauen. So, zack, 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 zack. Und dann gucken wir mal, ob wir den jetzt gefällt kriegen komplett. Sieht nicht so aus. Wow, es ist aber ein riesen Ömmel, Mann, hier. Alter Schwede, was haben wir denn hier für einen Baum ausgesucht? Oh, oh. Wir haben hier so ein Riesending da. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, das müssen wir aber trotzdem machen. So, jetzt aber. Ja, wir haben ihn geschafft. Das ist die maximale Höhe. So. Dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Tropenholz. Gut, jetzt heißt es für uns nach unten buddeln. Ach ja, wir wollten uns ja auch noch eine Dings machen. Sag mal schnell. Eine Schippe. Damit wir etwas schneller sind. Blub, blub, blub. Wow. So. Dann können wir hier noch eben gucken. 16 hatten wir gezählt. Dann haben wir 17, 18, 19. So, 19 haben wir hier. 19, da müssen wir noch zwei breiter werden. Alter! So. 20, 21. Okay. Das heißt, ab hier müssen wir dann alles durchzimmern. Weg. Muss dann mal weg so ein bisschen. Und ich hoffe, dass wir nicht noch breiter werden müssen. So. So, dann hauen wir das hier noch eben weg. Schwuppdidu. Und dann können wir dann rein theoretisch 1, 2, 3, 4. Nee, ist klar. Das war falsch. Wow, wir haben so viel Klamotten. Alter Schwede. Die Dinger hätte ich hier gerne. So, jetzt sammeln wir mal die... Ja, genau, Setzlinge. So, jetzt hatten wir 4, ne? 1, 2, 3, 4. Köttel im Papier. Nein, sowas tun wir nicht hier. Hallo? Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wupp, 11, 12. Hey! 12, 13. 13. So, das reicht aber immer. Boah, wir müssen das hier alles wegzimmern, alter Schwede. 13. Wow. Was haben wir uns denn da ausgesucht? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boah.
Wir müssen aber noch einen weiter. Und zwar bis hierhin. 21. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall alles weghauen. Was ja eine Lebensaufgabe, was wir uns hier ausgesucht haben. Um Gottes Willen. Okay, aber das macht nichts. Wir werden das schaffen. So, wo ist die Axt? Du. Okay. So, Baum weg. So, der Rest macht er von selber. So, den Baum hier auch weg. Und dann heißt es, jetzt müssen wir hier noch alles wegzimmern. Wow, 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 wow. Das ist gewaltig. Kinders, das ist echt gewaltig, was wir hier gebaut haben. Oder was wir bauen wollen. Gebaut haben wir noch nicht viel, außer so ein kleiner Grundriss. Alter Schwede. Und das muss noch alles weg, damit wir dann Platz genug haben, um das hinterher bauen zu können. Boah, alter Schwede, das ist ja Hammer. Aber trotzdem freue ich mich darauf. Ich bin nämlich sehr gespannt. Diesmal soll das ein ganz anderer Stil werden. Ich habe mich da mal so an eine Vorlage von dem Spiel Cube World gehalten. Und ja, ihr werdet ja sehen, wie ich das mir gedacht habe. Wow. So, das heißt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen Erde dran bauen. Sonst geht da gar nichts mehr. So, ein Stück nach vorne. Oh. Ho, ho, ho. Ölöken, ey. Was haben wir uns da wieder angetan? Keiner weiß es. Aber ich weiß es, ja. Nein, das ist okay. Das ist ja immer so eine Herausforderung, mal was anderes wieder zu machen. Jetzt haben wir keine Erde mehr. Blöp. Die Blumen können wir erstmal stehen lassen. Aha, da. Okay, wir müssen sehen, dass wir noch Erde kriegen. Beziehungsweise Licht wäre ja auch mal nicht schlecht. So. Und dann müssen wir, warte mal, wo haben wir denn jetzt unseren Crafting Table? So, jetzt machen wir jetzt erstmal ein Crafting Table hier, mitten im Weg. So, und dann machen wir uns erstmal eine Schippe. Das ist ja schon mal voll für den Arsch. So. Das hätten wir.